Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, geht es um das White Russian Rezept. Der White Russian Cocktail besteht aus Wodka, Kaffeelikör und Obers, der in einem Tumbler on the rocks oder in ein vorgekühltes Martini-Glas serviert wird. Wie man den White Russian zubereitet, welche Zutaten du dafür brauchst und was Big Lebowski damit zu tun hat, das erfährst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Shake & Joy. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere diesen Kanal und drück die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Denn es geht um Cocktails, deren Zubereitung und Geschichten und alles, was dazu gehört. Der White Russian Cocktail, der zählt zu den After-Dinner-Drinks. Doch bevor ich dir die Entstehungsgeschichte dieses köstlichen, aber auch durchaus gefährlichen Drinks erzähle, bereite ich ihn für dich zu. Er besteht zu gleichen Teilen aus Wodka, einem Kaffeelikör und Obers. Du kannst den Drink auch im Martini-Glas zubereiten, wenn du möchtest, was mir persönlich aber zu aufwendig ist. Dazu müsstest du nämlich zuerst den Wodka und den Kaffeelikör vorher auf Eis shaken und wenn du keinen zweiten Shaker zur Hand hast, den Shaker anschließend auswaschen, damit du den Obers darin zubereiten kannst. Ich jedoch bereite ihn gern im Tumbler zu. Dazu gibst du halt eben die Zutaten zu gleichen Teilen, also eben den Wodka und den Kaffeelikör deiner Wahl, ins Glas. Beginnen wir mal mit dem Wodka. Das sind dann 40 Milliliter. Den Kalua, den Klassiker, den verwendet The Dude ebenfalls im Film The Big Lebowski. Und halt eben noch etwas Obers. Du könntest jetzt eigentlich, wenn du möchtest, Eis dazugeben und den Obers einfach drüber floaten, wenn du möchtest. Oder du schnappst dir einfach einen Milchschäumer oder dein Rührgerät und rührst so lange um, bis der Obers gerade noch flüssig ist und floatest es dann über den Drink. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Eis dazu. Verrühre in der Zwischenzeit mal die Zutaten miteinander und ich liebe dieses Aroma, dieser Kaffeelikör, fantastisch, sensationell. Da ich aber beides nicht zur Hand habe, behelfe ich mir, komm gleich dazu, einfach mit der Spiralfeder des Hawthorn Strainers. Ich gebe in diesem Fall eben 40 Milliliter vom Obers in den Shaker und shake nur ein paar Sekunden. Und wenn ich sage ein paar Sekunden, dann meine ich ein paar Sekunden, weil ich spreche aus Erfahrung. Das war zu viel. Wenn du da länger als 30 Sekunden shakest, hast du einen Schlagobers. Und das möchtest du nicht, ja? Shaker gerade aufsetzen. Und shaken. Aber wirklich ein paar Sekunden. Zehn Sekunden. Okay? That's it. Wirklich, 10 Sekunden. Feder entfernen. Und
ab sein. Sieht doch fantastisch aus, oder? Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dem Video einen Like gibst und es mit deinen Freunden teilst. Und wenn du eins dieser tollen T-Shirts erstehen möchtest, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Dort findest du den passenden Link dazu. Außerdem findest du noch einen Link, mit dem du bis zu 30% auf ausgewählte Bier, Wein und Spirituosenprodukte bei deinem nächsten Einkauf sparen kannst. Reinschauen lohnt sich. Ich verrühre den jetzt eigentlich nicht, sondern ich mag das, wenn sich beides im Mund erst zusammenmischt. Du kannst ihn selbstverständlich einmal rühren, aber ich mag den so. Ein fantastischer Drink. Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, außer er ist fantastisch. Leute, der ist gut. Ich mag diesen Kalur so sehr. Ich mag Kaffee generell. Ich trinke gerne Kaffee. Und die Kombination und vor allem der Obers, fantastisch. Sein großer Bruder übrigens, der Black Russian, also ohne Obers, der 1949 von Gustave Dops, einem belgischen Barmann, zu Ehren von Per Lemester, dem damaligen US-Botschafter aus Luxemburg im Hotel Metropol kreiert wurde, wird eben ohne Obers zubereitet. Das erste White Russian Rezept entstammt einer Werbeanzeige in der Boston Globe des Southern Comfort Coffee Liqueurs aus dem Jahre 1965. Doch seinen wahren Durchbruch erlebte der White Russian allerdings durch den Film The Big Lebowski von 1998. The Dude trank während des Films insgesamt 9 White Russian. Ja genau, 9 Stück. Mittlerweile gibt es die verschiedensten Varianten des Kultgetränks. So zum Beispiel den White Canadian, der mit einem Crown Royal Maple Finished Whisky statt Wodka zubereitet wird. Den White Mexican, der Horchata statt Sahne verwendet, den White Cuban, wo der Wodka dem Rum weicht, und den White Belgian, der mit Schokoladenlikör statt Kaffeelikör hergestellt wird. Alle Rezepte sowie weitere für dich nützliche Links findest du unten in der Videobeschreibung. Ich danke dir fürs Zusehen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Und natürlich noch eine schöne Zeit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!